Ich stelle die Frage an die Gemeinde, wann hat die Endzeit denn eigentlich begonnen? Manche sagen mit der Staatsgründung Israels, aber das ist schon viel zu spät angesetzt. Die Endzeit beginnt eigentlich mit dem Kommen des Messias und der Entstehung der Gemeinde. Als der Herr Jesus erschienen ist auf der Erde, als das Wort Fleisch wurde und die Zeit erfüllt ward, gemäß Galater 4, Vers 4 und Johannes 1, Vers 14, da hat die Endzeit begonnen, denn jetzt wird die Gemeinde eingesammelt, was dann an Pfingsten wiederum begonnen hat, durch die Sendung des Heiligen Geistes. Und als der Herr Jesus zum Himmel fuhr, das wird in Apostelgeschichte 1 berichtet, das lesen wir einmal, da wird uns Folgendes gesagt. Apostelgeschichte 1, ab Vers 9. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Die Himmelfahrt Jesu und die Wiederkunft Jesu und beides auf dem Ölberg vor Jerusalem. Aber so, wenn er wiederkommt, dass die ganze Welt ihn sehen wird, denn er wird auf den Wolken des Himmels für alle sichtbar erscheinen. Nun, wie weit sind wir in der Endzeit? Wenn wir auch heute diese Chronologie einmal durchgehen, dann haben wir zunächst das Jahr circa 30 nach Christus. Da geschahen Jesu Kreuzigung, Jesu Auferstehung, die Himmelfahrt Jesu Christi, die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, die Entstehung der christlichen Gemeinde, die Zeit der Gnade beginnt und löst die Zeit des Gesetzes ab, das eine Vorbereitung war auf das Kommen des Messias. Dann, wenn wir die Zeit haben, im ersten Jahrhundert, circa 90 nach Christus, da empfängt der Apostel Johannes durch Gott und seinen Engel, durch Jesus und seinen Engel, die gewaltige Offenbarung auf der Insel Patmos in der Ägäis im griechischen Meer, vor Ephesus gelegen, wo er in die Verbannung geschickt wurde. Und dort haben wir die Vollendung alles dessen, was Gott bestimmt hat, von der Erschaffung der Welt bis zur Vollendung der gesamten Welt- und Heilsgeschichte. Gehen wir dann ins zweite, dritte und vierte Jahrhundert. Da sehen wir, dass der Teufel nicht schläft. Gott hat die sieben Sendschreiben geoffenbart, die sich in der heutigen Türkei in Kleinasien zentrieren. Die Gemeinde an Ephesus, Smyrna, Thyatira, Pergamon, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Diese sieben Gemeinden werden angeschrieben und jede Gemeinde hat eine etwas andere Verheißung, auch Tadel, Lob und Ermutigung. Und es gibt zwei Gemeinden, die keinen Tadel bekommen, Smyrna, die leitende Gemeinde, und Philadelphia, die Gemeinde, die den Herrn lieb hat, die Missionsgemeinde. Aber es gibt auch Gemeinden, die überhaupt kein Lob bekommen, die tote Gemeinde, Sardes und auch andere. Ephesus hat die erste Liebe verloren und so weiter. Ich hoffe, ihr habt das alles schon mal gelesen, sehr tiefgehend, dieses Sendschreiben auch für uns heute. Und auf Patmos wurde das empfangen und nach Kleinasien geschickt, wo ja heute die Türkei ist, islamisch dominiert. Das Gericht kam über diese Gemeinden. Der Islam hat viele dorthin weggenommen, die einmal Christen waren, oder sie sind einfach übergelaufen durch die Todesandrohung, durch diese Schwertreligion des Islam. Und so ist es heute kaum noch christlich, dieses Kleinasien. Aber damals waren da viele Gemeinden, blühende oder auch weniger blühende, erkaltete oder brennende. Und ich hoffe, wir gehören heute auch unsere Gemeinde zu den brennenden Gemeinden. Das wünsche ich wirklich uns von ganzem Herzen. Die brennen für den Herrn, die ein brennendes Herz für ihn haben. 90 nach Christus circa, schätzt man spätestens, dass da die Offenbarung geschehen ist und dass dann die Bibel vollendet wurde. Es darf nichts hinzugefügt werden, steht am Ende der Heiligen Schrift. Und dann kommt eben das zweite, dritte und vierte Jahrhundert und da kommen schon diese Gegenströmungen. Ich sage mal so, der Teufel hat nicht geschlafen, es entstand die Volkskirche, zunächst hier im Katholizismus, später dann auch in evangelischen Landeskirchen, wo es sicher auch manche Gläubige gibt, das wollen wir gar nicht ausschließen, auch in den orthodoxen Kirchen, die die Bibel lesen, die ihre Dogmen gar nicht alle kennen oder ausleben. Man muss ja zum Beispiel als Katholik ganze Bücher voll Dogmen, voll Lehren einhalten, die gar nicht in der Bibel stehen zum Großteil. Aber da entstanden viele Sonderlehren, ab dem zweiten Jahrhundert schon zunächst auch durch die Gnosis, die falsche sogenannte Erkenntnis. Das ist praktisch eine Art übersinnliche Lehre mit okkulten Elementen, wo ein mystischer Jesus verkündet wird, aber nicht der biblische Jesus. Und
diese Sonderlehren zum Beispiel, die auch aus dem Heidentum eingeflossen sind, es gab ja im Römertum, Griechentum schon vorher, auch bei den Ägyptern, Assyrern, Babyloniern, Medopersern und so weiter, viele Gottheiten. Nicht? Und diese Kulte, die auch um Israel herum sind, bei den Moabitern, Ammonitern, Edomitern etc., alle diese Kulte haben sich dann mehr oder weniger in das frühe Christentum hineinergossen. Aber es gab auch immer eine wahre Linie echter Christen, die sich abgesondert haben von diesem früh- und späterkatholischen System der Vermischung. Die katholische Kirche, das heißt der allumfassende Kirche, ist es nur deshalb geworden, weil sie eine ungeheure Assimilationsfähigkeit und Integrationsfähigkeit besitzt. Das heißt, sie hat diese ganzen heidnischen Strömungen, nicht alle natürlich, aber etliche Elemente daraus, einfach in sich aufgenommen. Zum Beispiel, was sind die katholischen Heiligen eigentlich? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Es sind nichts anderes als die früheren Gottheiten. Der Gott der Heilung, der Gott des Wassers, der Gott, der vor dem Feuer schützt, das sind heutige Heilige. St. Blasius, der soll gut sein für Blasenleiden zum Beispiel, oder St. Florian gegen Feuersbrünste etc. Man hat einfach diese heidnischen Gottheiten mit christlichen Namen getauft, sozusagen in Anführungsstrichen, und dadurch sind die Heiden in diese Volks- oder Staatskirche, wie man es auch nennen will, geflossen. Und heute ist auch leider so, dass bei evangelischen Großkirchen, Landeskirchen und so weiter, man schon hineingetauft wird durch die sogenannte Säuglingstaufe, ist ja keine wirklich biblische Taufe, sondern man wird praktisch als Mitglied, bevor man sich entscheiden kann, hineingenommen, ja, ohne sich dagegen wehren zu können als Säugling. Ich damals war katholisch getauft worden als Säugling und bin dann später bewusst ausgetreten wegen der vielen Sonderlehren, aber so bekommt man eben Mitglieder und eine Volkskirche zusammen. Und später schiebt man dann die Konfirmation nach, aber die Konfirmation ist ja nur ein Versuch, dann die Lehre nachträglich zu vermitteln, was aber bei den allermeisten Fällen leider nicht funktioniert. Beim Konfirmationsgottesdienst, das war dann oft der letzte Gottesdienst, wo man diese Jugendlichen in der Kirche gesehen hat. Werden viele landeskirchliche Pfarrer, die zum Teil auch Gläubige natürlich gibt dort, aber mit traurigem Herzen dann bestätigen können, dass sie dann hinauskonfirmiert wurden, als sie die Geschenke hatten. Das ist genau, was wir gehört haben. Meinen wir es ernst oder ist es alles nur Tradition, was auch der erste Bruder schon uns deutlich gesagt hat. Auch natürlich in bibeltreuen Gemeinden gibt es die Gefahr, dass nur Tradition ist und kein Herzensglaube, kein lebendiger Glaube. Jeder von uns möge sich da immer wieder prüfen, ob sein Glaube noch brennend ist für den Herrn oder ob es nur Tradition ist. Ja, die Sonderlehren, einige im katholischen und auch orthodoxen Bereich, Heiligenkult, Reliquienkult, abergläubische Elemente, auch Fasching im katholischen oder auch die Papstherrschaft oder die Metropoliten im orthodoxen Bereich, die sehr viel Einfluss haben und ja, wo dann durch die Beichte die Gläubigen abhängig gemacht werden und auch durch die Messe, die sie ja nur durch Priester angeblich dann empfangen können. Diese katholische Messe, die ja übrigens nichts mit dem biblischen Abendmahl oder Herrenmahl zu tun hat, sondern auch hier ein magischer Wandlungsakt hineingekommen ist. Dann kam das frühe 7. Jahrhundert. Das ist die Zeit, ich kann jetzt nicht alle Stationen der Endzeitentwicklung nennen, wo es immer mehr auf die Wiederkunft Jesu hinzugeht, aber im frühen 7. Jahrhundert entstand eine Religion, es gibt natürlich auch viele weitere Religionen, aber eine Religion, die ganz besonders auch heute einflussreich ist, inzwischen so die zweitgrößte Religion, wenn man mal das Christentum auch als Religion bezeichnet. Wirkliches Christentum ist keine Religion, sondern lebendiger Glaube, aber als Denomination Christentum größte Religion. Dann kommt als zweites, ihr wisst schon, auch bei uns bald, der Islam. Und der Islam, der sagt ja, dass Allah keinen Sohn hat. Und die Bibel sagt natürlich genau das Gegenteil. Da steht in 1. Johannes 2, Vers 22, wer ist der Lügner, der den Vater und den Sohn leugnet, das ist der Antichrist. So steht also 1. Johannes 2, 22. Es gibt natürlich auch weitere antichristliche Strömungen und Richtungen. Die liberale Theologie, Zeugen Jehovas und viele andere Sekten, die sind im Grunde alle antichristlich, weil sie auch okkulte Wurzeln haben. Die Begründer der Bibelkritik waren zum Teil Freimaurer. Bei den Zeugen Jehovas, Russell hatte auch Freimaurerbeziehungen. Und er hat eben die Gottheit Jesu geleugnet und auch viele andere Sekten haben okkulte Elemente, die Mormonen als spiritistisches System der Höherentwicklung zur Gottheitsstufe, die Anthroposophen als System, wo der Mensch praktisch verschiedene geistleibliche Elemente besitzt und so weiter und so fort.
Das muss ich jetzt hier nicht ausführen. Wir sehen also, es geht immer weiter in der Endzeit, immer mehr Sekten, immer mehr religiöse Strömungen, die versuchen, Jesus als den einzigen Weg aus der Mitte zu schieben und fremde Gottheiten an die Stelle Jesu Christi zu setzen. Was steht aber in der Bibel? Was ich immer wieder zitiere, was der meist bekämpfte Vers in der Endzeit ist, wisst ihr schon? Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. So spricht unser Herr Jesus Christus. Dann kommt das Hochmittelalter, wo die katholische Kirche sich noch weiter ausformt, die ja für unseren europäischen Bereich sehr maßgeblich ist, aber auch die Spaltung von der orthodoxen Kirche, Reformationszeit, wo es wirklich einen Aufbruch gab, eine neue Erweckungsbewegung, aber die Reformation, lutherische und reformierte Reformation, die haben sie nicht bis zum Ende geführt. Dann sind die Täufer aufgetreten. Auch da gab es Auswüchse, etwa, man kann sagen, schwärmerische Richtungen, etwa das Täuferreich in Münster, was dann natürlich total abgehoben war und Irrlehren gebracht hat, viel Weiberei und so weiter, was dann bekämpft wurde und auch niedergeschlagen. Aber dann gab es auch echte täuferische Strömungen, etwa in der Schweiz, wo es ja anfing, Felix Mangs und andere, die auch auf brutale Weise umgebracht wurden, auch Balthasar Hubmaier und wie sie alle hießen. Und daraus ging dann später als nüchterne und friedvolle Strömung, nicht schwärmerische Strömung, die Mennoniten hervor, Menno Simons. Und das, denke ich, ist eine der mir sympathischsten Richtungen in der Reformationsgeschichte, weil hier wirklich die Reformation, man kann sagen, zu Ende geführt wurde, bis hin auch zur Glaubenstaufe und zur Friedfertigkeit und all diesen Dingen. Und es lohnt sich, sich mit der Geschichte des Mennonitentums wirklich intensiv zu beschäftigen. Daraus gingen dann wieder gerade auch in Russland verschiedene Täuferströmungen hervor, Baptisten und so weiter. Leider hat sich auch im Mennonitentum, auch im Täufertum der liberale Flügel entwickelt, die heute genauso bibelkritisch und zeitgeistig beeinflusst sind wie viele landeskirchliche Gemeinden. Also auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, auch nicht bei den verschiedenen Täuferrichtungen, die es heute gibt. Ja, dann machen wir einen großen Sprung zur Neuzeit. 1789 bis 1799 gab es ja vor allem gerade auch in Frankreich eine Revolution, die bekannte französische Revolution. Ihre Schlagworte waren Liberté, Fraternité, Égalité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das klingt alles schön und gut, aber dahinter steckt auch der Atheismus. Der Mensch setzte sich auf den Thron und die Herrschaft des einen Menschen über den anderen führte zu einer Gewaltherrschaft. Robespierre und andere, die dann auf brutale Weise alle auf die Guillotine schickten, also die Enthauptungsmaschine, die nicht bei ihren Ansichten dieses frühsozialistischen Systems mitmachen wollten. Und weil das gescheitert ist, weil aus Unordnung eben immer nur Chaos, weiteres Chaos entsteht und auch Blutvergießen, kam dann schließlich eine neue Diktatur des Napoleon, der dann praktisch sich selber zum Kaiser gekrönt hat, ohne Papst. Ja, das war etwas Neues und hat gezeigt, wir sind ein säkularer Staat. Man sagt, im Alter hätte Napoleon vielleicht sogar noch zum Herrn Jesus gefunden. Es gibt gewisse Zeugnisse von ihm, aber ja, das ist umstritten. Jedenfalls, diese französische Revolution führte zur Ausbreitung der gottlosen Bewegung. In Lukas 18, Vers 8 ist das auch vorausgesagt, wenn der Herr Jesus spricht, wenn ich wiederkomme auf die Erde, werde ich dann Glauben finden? Auf Erden, wenn ich wiederkomme, werde ich dann noch Glauben finden? Die Ausbreitung der gottlosen Bewegung, des Atheismus, erleben wir ja in der Neuzeit ganz besonders. Dann wiederum ein größerer Sprung, wir haben nicht so viel Zeit jetzt. Am 14. Mai 1948, etwas ganz anderes, da wurde der Staat Israel wieder ins Leben gerufen. Und das ist natürlich nicht jetzt der Beginn der Endzeit, sondern man kann sagen, der Beginn der letzten Stufe der Endzeit. Denn es heißt in Matthäus 24, das muss ich doch vorlesen, wir können nicht alle Stellen lesen, ab Vers 32, am Feigenbaum. Der Feigenbaum ist eines der wichtigen Symbole für Israel, neben dem Weinstock und anderen, der Feigenbaum. Da lernt das Gleichnis, wenn seine Zweige schon weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr das alles seht, wissen, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Und damit ist größter Wahrscheinlichkeit das Geschlecht der Juden gemeint, die nicht ausgerottet werden können durch keine Diktatur der Welt,
obwohl es viele versucht haben, das wissen wir leider auch. Und es wird aber nicht vergehen. Der Feigenbaum, wenn er wieder treibt, das heißt, zu Deutsch gesagt, wenn der Staat Israel wieder entsteht und die Völker ringsumher sich gegen Israel versammeln, wie der Prophet Sacharja und auch andere das beschreiben, Hesekiel 36 folgendes, Sacharja 12 bis 14, alle Völker werden gegen Jerusalem in den Krieg ziehen und dann wird der Messias erscheinen, der, den sie durchbohrt haben, sie werden ihn erkennen und sich bekehren, es wird zu einer Massenerweckung kommen in Israel. Das sagt die Bibel alles voraus. Ist das nicht wunderbar? Und dann sehen wir, Amen, ja, dann sehen wir, wie weit wir in der Endzeit sind. Und deshalb können Christen niemals Feinde Israels sein. Ich möchte es ganz deutlich betonen. Wirkliche Christen, die die Bibel lesen, können niemals den Staat Israel ablehnen. Niemals. So, liebe Geschwister, dann machen wir wieder einen Sprung in die andere Richtung. Israel ist wieder entstanden. Es ist ein positives Zeichen der Endzeit. Aber jetzt kommen auch diese negativen Entwicklungen. Die Bibel beschreibt uns viele Gerichte und Katastrophen und Hungersnöte, Erdbeben. Das gibt es heute auch. Man spricht hier von Klimaerwärmung etc. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Es ist umstritten, wie viel Grad, 0, noch was oder was auch immer. Ich bin da kein Fachmann. Aber ich wollte nur sagen, natürlich verändert sich die Welt. Und die Bibel spricht im 2. Petrusbrief, dass die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden, dass dieser Kosmos nicht ewig bestehen bleibt, dass Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde erschaffen wird. So lesen wir auch in Offenbarung 21 und 22, ganz am Ende der Bibel. Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Aber nur er, nicht der Mensch, der das aus eigener Kraft versucht. Wir Menschen müssen mit diesen Versuchen scheitern. Aber was ist geschehen 1967? Und 68. Es gibt da eine positive Entwicklung und auch eine sehr, sehr negative Entwicklung in der Welt. Zeitgleich. Und das hängt miteinander zusammen. Dazu lese ich zunächst einmal einige Verse aus Lukas Evangelium Kapitel 21. Da heißt es, ab Vers 23, Lukas 21, ab Vers 23, zunächst einmal über die Zerstörung Jerusalems, die ja 70 nach Christus eingetreten ist. Wir waren kürzlich in Rom und haben selber diesen Titusbogen gesehen, auf dem heute noch zu sehen ist, 2000 Jahre später, wie die Römer Jerusalem besiegt haben und den Tempel zerstört haben und die Schätze des Tempels hinweggeschleppt haben nach Rom, um dort ihr Kolosseum zu bauen und weitere Dinge damit zu bauen, wo dann wiederum die Christen verfolgt und getötet wurden, im Kolosseum besonders. Aber jedenfalls in Lukas 21 heißt es dann, weh aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden und Zorn über diesem Volk sein. Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und gefangen unter alle Völker weggeführt werden. Das ist die Zerstreuung ab 70 nach Christus, wo sie wirklich zerstreut wurden in die ganze Welt, die Juden. Und dann heißt es, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, also von den nichtjüdischen Staaten und Nationen, bis die Zeiten der Nationen oder der Heiden erfüllt sind. Und genau 1967 ist das geschehen. Am 7. Juni, da wurde der Tempelberg in Jerusalem im Sechstagekrieg zurückerobert. Nach fast 2000 Jahren, muss man sich vorstellen. Ja. Aber es ist immer noch dieses islamische Heiligtum, Felsenturm mit der Al-Aqsa-Moschee darauf. Aber die Klagemauer ist wieder zugänglich. Es ist ein Wunder nach fast 2000 Jahren. Und der Tempelberg wurde erobert im Sechstagekrieg. Und man kann sich fragen, was heißt jetzt, dass die Zeiten der Nationen erfüllt sind? Wir beobachten, dass in den nichtjüdischen Nationen immer mehr der Glaubensabfall um sich greift. Wir haben damals, die Älteren unter uns, die 68er Studentenrevolution erlebt. Ich war damals 10 Jahre alt, habe es aber bewusst miterlebt schon. Ich war auch selber aktiv in dieser Bewegung, bin selber auf Demonstrationen gegangen als 12-Jähriger gegen Atomkraftwerke. Also diese Fridays for Future-Bewegung ist nichts Neues, haben wir auch schon in den 60er Jahren alles mitgemacht. Und wir haben versucht, die Welt aus eigener Kraft zu verbessern. Ich war damals noch nicht gläubig, ich kam erst mit 18 Jahren zum Glauben. Und habe aber irgendwann gemerkt, es ist ein blinder Aktivismus. Diese Welt hat keinen ewigen Bestand. Natürlich wollen wir hier ja, ökologisch bewusst leben, bin ich auch dafür, nicht unnötig hier die Umwelt schädigen. Aber es kann wirklich zu einer Ersatzreligion werden. Ja, es kann zu einer Ersatzreligion werden, wo man sagt, dieses irdische Leben hier ist alles. Wir müssen unseren Leib erhalten. Es gibt jetzt diese Versuche, Computer mit Menschen zu kreuzen schon und alles, damit sie ewig weiterleben auf dieser vergänglichen Erde. Wie töricht. Wie kurzsichtig, liebe Geschwister. Ich freue mich auf den neuen herrlichen Auferstehungsleib im Himmel als Kind Gottes beim Herrn Jesus zu sein und nicht in der ewigen Verdammnis.
Wenn nur wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und der Herr Jesus hat am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen zu deiner und meiner Erlösung. Hast du ihn schon in dein Herz aufgenommen? Gerade wenn wir hören, wie konkret sich die biblische Prophetie erfüllt in der ganzen Geschichte und auch jetzt in der Gegenwart. Wir kommen noch bis zur Gegenwart. Ich rede heute sehr schnell, die Zeit bleibt wie stehen, also ich denke, wir schaffen es noch. Dann werden wir doch wirklich staunen, wie genau Gottes Wort ist und können nur sagen, es gibt einen Gott und die Bibel ist Gottes Wort. Amen, ja, aber es ist noch nicht der Schluss, ja. Und wir haben also dann erlebt, die Eltern unter uns, diesen absoluten Glaubensabfall ab den 60er Jahren und ihr alle, gerade die Jüngeren, seid heute in gewisser Weise auch in den Schulen schon Opfer davon. In meiner Kindheit war es noch verboten, wenn ein unverheiratetes Pärchen zusammengelebt hat zum Beispiel, ja, haben kaum irgendwo eine Wohnung bekommen. Heute ist das alles gang und gäbe. In meiner Kindheit war es noch strafbar, wenn jemand homosexuelle Beziehungen eingegangen hat. Das war per Strafgesetz verboten. Und es wurde erst in den 70er, 80er Jahren und vor allem jetzt ab 2017, am 30. Juni 2017 durch den Schwarzen Freitag im Bundestagsbeschluss geändert. Ganz neue Beschlüsse hier. Aber wie kann es sein, dass früher das Gesetz genau andersrum war wie heute? Was passiert da? Gott sei Dank haben wir die Bibel als absoluten Maßstab und wir sind nicht auf relativistische Gesetzesänderungen angewiesen. Natürlich sind wir treue Staatsbürger, aber nur da, wo es nicht dem Wort Gottes und dem Gewissen des Christen, das am Wort Gottes sich orientiert, widerspricht. Also damals gab es die Studentenrevolution und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Mensch der Sünde wurde propagiert. Kein Gott mehr, sondern wir selber machen uns zum Gott. Und sie haben damals regelrecht die Gesetzlosigkeit zum Programm gemacht. Sexuelle Revolution, Drogen und all diese Strömungen ist ja heute alles legalisiert, obwohl es im Grunde natürlich völlig Gottes Wort widerspricht und früher noch verboten war, bis hinein in die 60er Jahre. Also man hat die Gesetze wirklich ins Gegenteil verdreht. Und in 2. Thessalonicher 2 ist eine wichtige Stelle hierzu. Da steht, ich kann jetzt nicht alles lesen, bevor Jesus wiederkommt, da wird erst der Abfall vom Glauben kommen und der Mensch der Sünde oder Gesetzlosigkeit sich offenbaren, steht hier. Und dann heißt es, lasst euch von niemand verführen, in keiner Weise, denn er, Jesus, kommt nicht, ohne dass zuvor der Abfall vom Glauben nämlich gekommen und der Mensch der Sünde offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles überhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass sich als Gott in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und es heißt in Vers 7, 2. Thessalonicher 2, Vers 7, es regt sich bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, nur dass der, der es jetzt noch aufhält, aus der Mitte weggenommen werden muss und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Nun, das ist eine schwierige Stelle, wo es viele Deutungen gibt, was das Aufhaltende ist. Ich persönlich bin immer mehr zur Meinung gelangt, es sind noch die guten, von Gott geprägten Ordnungen, die weggetan werden, die guten Gesetze. Und wenn die weg sind, dann kann der Gesetzlose nämlich triumphieren. Das ist logisch, ja. Das Gegenteil zum Gesetzlosen, Anomos, ist das Gesetz. Und wenn das weggetan ist, hat der Antichrist freies Spiel. Und wir stehen womöglich ja, kurz davor, dass sich das vollends erfüllt. Wir wissen nicht, ob unsere Generation die Entrückung erlebt. Es wäre schön, ja, wenn wir nicht durchs Todestal gehen müssen. Aber ich habe oft so einen Eindruck, ja, wie lange hat Gott noch Geduld mit uns? Ich hätte nicht so viel Geduld, wie Gott hier alles mit anschaut, was Menschen hier anrichten auf der Erde in vielerlei Hinsicht. Dann 1997, da wurde die okkulte Welle ganz besonders gefördert. Nämlich damals wurde der erste Roman von Harry Potter veröffentlicht, wo die Zauberei als salonfähig, als normal hingestellt wurde. Früher hat man immer noch gesagt, dass das nicht so gut ist. Ja, und, aber dadurch diesen Trick zwischen schwarzer und weißer Magie zu unterscheiden, wird so getan, es gibt eine gute weiße Magie und eine böse schwarze Magie. Aber beide Arten von Magie sind vom Teufel. Ganz klar, in 5. Mose 18, Verse 9 folgende steht, du sollst dich nicht zu den Zeichendeutern wenden, zu den Wahrsagern, zu den Astrologen und so weiter. Ich gebe es jetzt mit freien Worten wieder. Aber 5. Mose 18, ab Vers 9, könnt ihr das ausführlich nachlesen, dass jede Art von okkulter, übersinnlicher, esoterischer Betätigung Gott ein Gräuel ist. Und ein Gotteskind, ein wirkliches Gotteskind, sollte nichts mit Zauberei, Wahrsagerei, Horoskopen,
Pendeln oder Tischrücken oder anderen Praktiken aus dem Bereich Satans zu tun haben. Auch nicht mit okkulter Medizin. Dann, wenn wir sehen, wie die Endzeit sich weiter fortgesetzt hat, am 1. Dezember 2009, das ist der Termin, in dem der Lissabonner Vertrag der Europäischen Union in Kraft getreten ist, 1. Dezember 2009. Viele Ausleger und auch ich sehen das so, dass wir seither im wiederauferstandenen Römischen Reich leben, was schon vor Jahrtausenden Gott durch den Propheten Daniel vorausgesagt hat, in Kapitel Daniel, Kapitel 2, wo dieses Standbild des Nebukadnezar, was er geschaut hat, ist, ja, mit den verschiedenen Stufen, kann das jetzt auch nicht erklären aus Zeitgründen, habe es an anderer Stelle ausführlich getan, in der Daniel-Auslegung, und eben Kapitel 7, wo dann dieses Weltreich sich als bestialisches Reich mit den verschiedenen Tierwesen entlarvt. Da wird die Bestialität dieser sogenannten Humanität aufgedeckt. Es kann sich sehr human geben, aber in Wirklichkeit ist es tierisch, ist es dämonisch, ist es satanisch und antichristlich. Und dieses neue Römische Reich, das zeigt sich ja auch in seiner ganzen Brutalität immer mehr, allein schon dadurch, dass der Volkswille bei der letzten Europawahl übergangen wurde. Es wurde jetzt jemand ganz anderes eingesetzt als Ratspräsidentin, als diejenigen, die an sich gewählt wurden. Das zeigt zum Beispiel auch, wie abgehoben und volksfremd diese ganze Europäische Union funktioniert. Und wurden wir gefragt, ob wir in die Europäische Union eintreten wollen, ob der Euro abgeschafft wird? Niemand wurde gefragt in Deutschland. Es wurde einfach entschieden von den Mächtigen hinter den Kulissen. Und so läuft das ab. Aber wir wissen, bei allem, was Menschen hier an Heimlichkeiten, an Drahtziehereien hinter den Kulissen machen, einer sitzt im Regiment und das ist unser Gott, das ist der Herr Jesus Christus, Gottes Sohn. Und es heißt, dass am Ende ein Stein heranrollt und dieses ganze Standbild dieses scheinbar humanistischen, in Wirklichkeit bestialischen Aufeinanderfolgens der Weltreiche zertrümmert. Jesus ist der Sieger und ihm wird die Macht und die Herrschaft gehören in Ewigkeit. Ja, und dann kam, wie gesagt, am 30. Juni 2017, einen Tag vor dem Baubeginn unseres neuen Bethauses, der Schwarze Freitag, und wir haben trotzdem gebaut. Ich habe das damals gesagt, die Zeiten sind dunkel geworden, Schwarzer Freitag, aber wir bauen trotzdem. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir werden, solange es Tag ist, wirken, auch auf die Straße gehen. Die Stadt hat es schon eingeschränkt, aber es ist noch nicht ganz verboten. Wir kriegen nicht mehr so viele Termine wie früher als Gemeinde. Nur noch 6 statt 12. Und deshalb wollen wir umso eifriger auch diese Dienste für den Herrn tun, solange es noch möglich ist. Der Schwarze Freitag, das war so, dass der Deutsche Bundestag die sogenannte Ehe für alle verabschiedet hat. Und Ehe für alle, das heißt nicht nur Homo-Ehe, sondern wenn man es zu Ende denkt, wirklich für alle und alles. Was da noch kommt, möchte ich jetzt hier, weil Kinder dabei sind, nicht beschreiben. Jedenfalls ist es die Auflösung der von Gott geschaffenen Ehe zwischen Mann und Frau. 1. Mose 1 und 2 steht ganz klar, dass die Ehe nur Ehe ist zwischen Mann und Frau. Auch 3. Mose 18, 22 und Römer 1, 26 bis 32, wo steht, dass Gott sie dahin gegeben hat, in die Gelüste sich selber zu schänden und so weiter. Es kann niemals Gottes Wille sein. Aber wir wollen Menschen, die davon betroffen sind, von falschen Lebensformen, seelsorgerlich helfen, dass sie zur biblischen Orientierung kommen. Dann noch 2 letzte Hinweise, wo wir auch sehen, wie die Endzeit fortschreitet. Das 20. Jahrhundert insgesamt war die Zeit der Erfindung des Fernsehens sowie der Computer- und Digitaltechnik. Nun, diese Entwicklungen haben natürlich auch manche Vorteile, aber auch große Nachteile. Ich hoffe, es ist uns allen bewusst. Wir haben bewusst keinen Fernseher, weil wir wissen, wie viel Sachen gesendet werden, die die Seele vergiften. Gewalt, Pornografie, Lügen, bis hin in Pressemeldungen, ja, dass man da lieber die Finger davon lässt. Ich sage es ganz offen, habe da auch keine Angst, das öffentlich zu sagen. Im Computerbereich, da müssen ja viele von uns arbeiten, ich habe auch einen Computer, und die Digitaltechnik, die ermöglicht das Leben, aber auch da muss man sehr genau auswählen, was man sich ansieht oder antut, was man seiner armen Seele antut. Wie oft weinen wir um die Kinder heutzutage, was die ihren armen Seelen antun. Ja, wenn die Kinder den Schmerz der Eltern mal erkennen würden, würden sie vielleicht anders handeln. Ich rede jetzt ganz allgemein von den Kindern in unserer Generation.
In unserer Jugend war das noch nicht möglich. In meiner Kindheit gab es ein Fernsehprogramm und da kamen oft noch christliche Filme. Das ist heute unvorstellbar. Ja, heute sind tausende Dinge, die auf die Kinder einströmen. Und man kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Es passt jetzt sehr gut dazu, dass der Bruder vorhin über die stille Zeit gepredigt hat. Liebe Seele, liebes Kind, lieber Erwachsener, wo hast du denn Stille vor dem Herrn? Wo gehst du mal ganz allein in das Kämmerlein oder in den Wald und betest zum Herrn Jesus mal eine ganze Stunde? Wann habt ihr das zum letzten Mal gemacht? Ja. Also wenn ich nicht immer meine Stille hätte, auch im Wald, wenn ich unterwegs bin, in der Natur, natürlich auch im Gottesdienst und im stillen Kämmerlein, ja, wo wäre ich denn dann geistlich, muss ich mir wirklich fragen. Wenn wir nicht mehr die Zeit haben, vor Gott still zu werden, dann gehen wir früher oder später verloren. Also wie gesagt, diese ganzen technischen Entwicklungen sind ambivalent, zweischneidig. Man kann sie zum Guten benutzen, man kann natürlich telefonieren, man kann sich auch manches anschauen, aber man muss hier genau auswählen, was man anschaut. Du hast eine Verantwortung vor Gott, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und du sollst das Gute wählen, nicht das Böse. Das ist Gottes Wille für jeden von uns. Und wenn du dich verunreinigt hast mit Bösem, mit Schmutzigem, dann bitte den Herrn um die Reinigung deines Herzens. Durch diese moderne Technik werden übrigens, und das wollte ich sagen bezüglich der Endzeit, das Bild und das Malzeichen des Tieres technisch möglich, wie nie zuvor. Ich sage nicht, dass das jetzt, dieser Chip, unbedingt schon das Malzeichen ist, aber es ist bestimmt eine Zwischen- oder Vorstufe, vielleicht auch schon die Endstufe. Es wird in der Offenbarung 13 nämlich Folgendes gesagt. Wer diese Stelle nicht kennt, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir das mal hören. Und da ist doch auch ein Gottesbeweis, dass das vor 2000 Jahren der Apostel Johannes auf der Insel Patmos, wo es kein Fernsehen gab, keine Computer, keine Digitaltechnik, das vom Herrn Jesus offenbart bekommen hat. Da steht vor 2000 Jahren Folgendes über die heutige Technik vorausgesagt. Hört mal genau hin. Das sind zwei Tiere. Das erste ist der Antichrist, das zweite der falsche Prophet. Und da heißt es jetzt ab Vers 11, Offenbarung 13 ab Vers 11. Ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm aus, also des Antichristen. Und es bewirkt, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier, den Antichristen, anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Ich lege das so aus, der durch das wiederauferstandene Römische Reich jetzt auf die Weltbühne tritt. Und, oder jetzt nicht jetzt, aber in irgendeiner absehbarer Zukunft. Und dann heißt es, und es tut große Zeichen, sodass auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Menschen. Heute gibt es eine Zeichen- und Wundersucht, auch in den pseudocharismatischen Kreisen. Und weiter, und es verführt die Bewohner der Erde wegen der Zeichen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier. Und es sagt den Bewohnern der Erde, dass sie dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war, ein Bild machen sollten. Natürlich anknüpfend an Nebukadnezars Standbild, aber jetzt ein Bild, das redet. Interessant. Ja. Und es wurde ihm gegeben, heißt in Vers 15, dem Bild des Tieres Lebensgeist zu geben, sodass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet wurden. Ich stelle mir das so vor, dass der Antichrist sich über die Massenmedien der ganzen Welt zeigen wird, über die Smartphones wahrscheinlich, wird sich einfach einblenden, wird alles andere ausgeblendet und dann wird er sprechen. Und wer sich dann nicht unterwirft, der wird getötet werden. Und das zeigt auch, dass die Gemeinde noch hinein muss in diese Trübsalzeit übrigens. Auch diese Stelle zeigt es deutlich. Das ist nicht nur Israel. Das heißt, immer nur Israel muss hinein. Ich sage, die armen Juden, was müssen die alles noch erdulden? Nein, auch die Gemeinde kommt da natürlich noch ein Stück weit hinein, bin ich voll überzeugt, auch von dieser Stelle her. Weil das heißt ja immer wieder von den Überwindern, ja, von den Märtyrern und so weiter. Das ist nur nebenbei. Aber jedenfalls, alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, wurden getötet. Und es veranlasst, dass sich alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, also auch freiwillig, auch die Freien, sich ein Malzeichen an ihre rechte Hand und an ihre, oder an ihre Stirn geben. Und jetzt kommt's, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens an sich trägt. Das ist möglich durch die heutige Technik. Sogar Nanotechnik, man sieht das kaum noch. Und die ganze Tätowierungswut ist eine Vorstufe, dass die Leute nichts mehr empfinden, wenn sie am Körper noch irgendwo ein Malzeichen drauf machen. Die sind ja schon tätowiert, fällt das gar nicht mehr auf. Auch das ist vom Teufel veranlasst. In den Mosebüchern steht, ihr sollt euch nicht tätowieren lassen. Das ist Gott ein Gräuel.
Das nur auch nebenbei bemerkt. Also aber hier geht es jetzt um die Endzeiterfüllung, wenn dieses Mahlzeichen kommt. Technisch ist alles möglich. Es ist übrigens nicht der Sonntag, wie Adventisten sagen, das ist lächerlich, das Mahlzeichen, sondern es ist etwas, was mit Kaufen oder Verkaufen zusammenhängt, wo man vom Warenverkehr ausgeschlossen wird. Die Zahl seines Namens, hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege oder berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Die dreifach gesteigerte Zahl des Menschen, die niemals an die göttliche 7 oder 777 herankommt. Ja, interessant. Immer eins weniger, der Mensch, der wie Gott sein will und doch nicht an die 7 herankommt. Der bei der dreifach gesteigerten 6 stehen bleibt und so in die Verdammnis geht mit dem Antichristen, der dieses Mahlzeichen annimmt. Deshalb, falls wir in die Zeit hineinkommen, bitte nehmt niemals das Mahlzeichen an. Lasst euch nichts auf die Hand auftragen. Es kann mit den heutigen Zahlungsarten sehr schnell gehen. Sie wollen das Bargeld abschaffen. Fast alle Parteien sind für die Bargeldabschaffung, mit wenigen Ausnahmen. Ich sage jetzt hier nichts weiter dazu. Aber auf jeden Fall versucht, das Bargeld zu retten. Es ist ganz wichtig. Ja? Denn da wollen sie die totale Kontrolle einführen. Mit der EU im Zentrum hier. Noch ein letzter Punkt, der noch schockierender ist. Man beginnt heutzutage im 21. Jahrhundert jetzt Mischwesen zu züchten. In Japan wurde jetzt erlaubt, dass Forscher im Labor Mischwesen aus Mensch und Tier züchten können, genetisch. Und es wird vielleicht gelingen, aber die werden nicht lange lebensfähig sein. Und der Mensch greift hier absolut in Gottes Schöpfung ein. Absolut. Ein letzter Frevel, der noch kommt, wenn der Mensch Gott spielen will. Und genau so war es auch in 1. Mose 6, bevor die Sintflut kam, beschrieben. Dass sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern verbunden haben. Kennt ihr diese geheimnisvolle Stelle? Gottessöhne haben sich Menschentöchter genommen, haben damit die Riesen der Urzeit gezeugt. Ich verstehe das so, dass das jetzt nicht die Patriarchensöhne waren, sondern höchstwahrscheinlich gefallene Engel, Dämonen, die in Männerleiber hineingefahren sind und sich dann mit den Frauen vermischt haben. Und dadurch sind Giganten entstanden, so wie Herkules. Es sind noch Erinnerungen in der griechischen Mythologie, die Herkules-Sage oder Herakles im Griechischen und so weiter. Diese Giganten der Vorzeit, die auch heute durch viele Comics wieder belegt werden, ja, wie die alle da heißen, bei Avengers und so weiter. Das ist eine Erinnerung wieder an diese Riesen der Vorzeit, wo aber genau den Leuten das wieder nahegebracht wird, dass es alles normal sei, dass alles ganz normal sei, Superhelden, Giganten. Aber im Grunde ist es auch Verführung, man muss es leider auch sagen. Und was auch ist, vielleicht, ich will niemand zu nahe treten, wenn diese Mischwesen zwischen Mensch und Tier erzeugt werden, das frage ich mal die Jugendlichen, gibt es das auch so auf den Smartphones manchmal, diese Mischwesen, habt ihr sowas schon mal gesehen, aus Mensch und Tier, so gemischt irgendwas? Hat das schon mal irgendjemand gesehen? Dass er plötzlich wie ein Schweinchen aussieht oder wie ein Elefant oder sonst was? Ja, gut, ich will auf anderes raus. Du hast wahrscheinlich auch kein Smartphone wie ich, aber wer ein Smartphone hat, hat vielleicht schon mal gesehen, man kann heute, ich weiß nicht, wie dieses Spiel heißt, sich selber als Schwein und alles Mögliche verändern lassen. Das mag harmlos und lustig sein, ja, aber überleg mal, es gibt einen Gewöhnungseffekt, ja, man gewöhnt sich doch daran. Und wenn dann irgendwann wirklich mal Mischwesen gezüchtet werden, oh ja, das ist ja genau wie bei dem Computerspiel, ne? Also seid einfach wachsam, auch ihr Jugendlichen, dass ihr lernt, Gut und Böse zu unterscheiden und auch heilige Grenzen zu wahren, auch in diesen Dingen. Ich meine, das ist ja so, dass die ganze Industrie daran arbeitet, Menschen von Jesus wegzuziehen. In Hollywood und so weiter, ganz bekannt, die neueren Filme, das sind überall schon, fast überall homosexuelle Pärchen, die da jetzt reingebaut werden und so weiter, in den Theatern, wo man hingeht. Man kann fast nichts mehr anderes sehen. Aber es ist alles eine Taktik, ein Gewöhnungseffekt. Aber wir wollen uns nicht daran gewöhnen, sondern umso mehr in der stillen Zeit das Wort Gottes lesen, dass wir uns stärken lassen, dass wir bereit sind, dem Herrn zu begegnen, dass wir nicht auf diese Falle hineintappen, die der Teufel uns stellen will. Ja, ich komme jetzt zum Ende. Wir haben also vieles gehört und es bestätigt uns aber positiv gesehen, dass Gottes Wort wahr ist, dass es alles vorausgesagt ist und noch viel mehr, als ich jetzt in dieser kurzen Zeit sagen konnte. Wenn ihr die Bibel lest, ihr werdet Wunder über Wunder entdecken, erfüllte Prophetie. Und ich sage immer wieder, Professor Gitt hat ja ausgerechnet, es gibt über 6000 Verse mit Prophetie, über die Hälfte hat sich erfüllt. Ist das nicht wunderbar? Und so gilt für uns, dass wir fröhliche Christen sein können, auch in dieser dunkler werdenden Endzeit. Und der Jesus sagt, wenn ihr seht, dass dies zu geschehen beginnt, dann erhebt eure Häupter.
weil ihr erkennt, dass sich eure Erlösung naht. Jesus kommt wieder, Jesus kommt bald und wir wollen bereit sein, auch durch diese Endzeit hindurch ihm die Treue zu halten, kein Mahlzeichen anzunehmen, nicht bei diesen antichristlichen Entwicklungen mitzumachen und auch als Gemeinde zu beten, dass wir vor diesen zeitgeistigen, modernistischen Einflüssen, auch der falschen Ökumene, ich konnte jetzt nicht alles sagen, und der Bibelkritik und so weiter, vor all diesen Dingen bewahrt werden. Möge der Herr uns allen gnädig sein. Amen.